Sie haben eine tolle Jobausschreibung gefunden, die genau zu Ihnen passt. Jetzt geht's ans Schreiben des Lebenslaufs. Aber wie muss der heutzutage eigentlich aussehen? Es ist total wichtig, dass der Lebenslauf schön übersichtlich ist, dass ein roter Faden zu erkennen ist und dass auch das Foto professionell ist und kein privates bzw. Urlaubsfoto hier verwendet wird. Alle wichtigen Angaben wie beruflicher Werdegang, aber auch schulische Ausbildung sind hier anzuführen und das i-Tüpfelchen des Lebenslaufs macht das Persönliche aus, sprich Hobbys oder sonstige Vereinstätigkeiten sind natürlich hier absolut gewünscht. Auch Vorlagen aus dem Internet können gerne zur Hilfe genommen werden und geben Rat bei gängigen Formaten und wichtigen Informationen zur Person. Aber wie wichtig ist ein Anschreiben oder reicht nur der Lebenslauf? Also ein sogenanntes Motivationsschreiben ist absolut wichtig, denn dieses Motivationsschreiben zeigt die Persönlichkeit des Bewerbers. Das Anschreiben bzw. das sogenannte Motivationsschreiben ist dann ansprechend, wenn es von Herzen kommt bzw. wenn es persönlich ist. Es sollte sehr authentisch rüberkommen, welche Motivation die Person bzw. der Bewerber hat, für dieses Unternehmen zu arbeiten und auch welche Motivation er für diese ausgeschriebene Stelle hat. Dann ist es authentisch und kommt persönlich sehr gut an beim Recruiter. Nicht nur formal korrekt, sondern vor allem auch kreativ soll er sein, der Lebenslauf. Wie können Sie sich aber von anderen Bewerbern abheben? Wir als Recruiter bekommen natürlich sehr viele Lebensläufe zu Gesicht. Deshalb helfen schon kleine Veränderungen, dass dies die Aufmerksamkeit erhöht. Man nimmt beispielsweise einfach die Farbe des Unternehmens her oder lässt verschiedene Informationen einfließen, was das Unternehmen beinhaltet. Und das sind schon Kleinigkeiten, wo der Recruiter sofort aufmerksam wird. Schön formatiert, kreativ, mit ein bisschen Pep. Der Lebenslauf ist fast fertig. Aber was sind eigentlich die absoluten No-Gos beim Lebenslauf? Also absolute No-Gos im Lebenslauf sind beispielsweise Privatfotos zu verwenden oder Fotos vom Urlaub. Dies zeigt eine Demotivation bzw. auch eine nicht gute Vorbereitung. Speziell beim Motivationsschreiben sieht man sofort, ist dieser Text selbst geschrieben oder wurde er vom Internet kopiert. Mein abschließender Tipp für Bewerber ist Ehrlichkeit. Bleib selber ehrlich mit deinen Stärken, aber auch mit deinen Handlungsfeldern. Gib sie vorab an, genauso wie deine Gehaltswünsche, damit später dann im Bewerbungsgespräch keine bösen Überraschungen kommen und in Zeiten der Digitalisierung findet man schlussendlich immer die Wahrheit. Und dann klappt's auch mit dem Bewerbungsgespräch. Nähere Infos über Lehrstellen und Jobangebote finden Sie auf www.salzburg-ag.at/karriere.